Kevin, wie sah damals dein Ausstieg aus? Ja, es war ziemlich anstrengend gewesen, auszusteigen. Hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur. Ich wollte einfach mal zumindest versuchen, vernünftig mit diesen Menschen zu reden, weil das wahrscheinlich sonst auch niemand tut. Ich box dich raus, ein Mann, ein Wort hab ich gesagt. Wir sind halt der Auffassung, wenn viele Menschen uns da draußen hören können, dann ist es uns wichtig, einfach ein Zeichen zu setzen. Alle Jahre wieder wird versucht, die NPD per Gesetz zu verbieten. Dazu muss ein Verfahren beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingeleitet werden. Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist die NPD schon seit Jahren vertreten. Herr Bahle, wie ist es denn so, wenn nicht nur der Kaffee im Landtag braun ist? Also man begegnet den Nazis natürlich überall, im Fahrstuhl, Treppenhaus, im Landtag natürlich selber, im Sitzungssaal. Das Problem ist ja, man sitzt im Grunde mit Leuten hier, die wollen das gar nicht, also die Demokratie, so wie die ist. Es gibt aber auch Leute, die sagen einfach in ihrer Tanzgruppe, in ihrem Sportverein, beim Fußball oder so, beim Schwimmen, die gucken dahin, wenn was ungerecht ist. Wenn Leute wegen ihrer Meinung, wegen ihres Geschlechts, wegen ihrer Hautfarbe oder so Ärger bekommen von Nazis, von Rassisten. Und dann gibt es zum Beispiel die Familie Lohmeier in Jameln. Sie sind die Initiatoren dieses Festivals. Warum Sie und warum hier? Also ich bin es nicht alleine, es ist mein Mann Horst und ich. Wir sind die Initiatoren eines Festivals gegen Rechts, für Demokratie und Toleranz. Warum Sie und warum hier? Weil innerhalb von kürzester Zeit über die Hälfte der Häuser mit Rechtsextremen bezogen wurden. Sprich, also es gab immer schon einen bekannten, berüchtigten Nazi hier im Dorf und der hat Häuser aufgekauft unter der Hand von Privat. Und da wohnen jetzt seine ganzen Kumpel drin. Das heißt also, mehr als die Hälfte der Leute hier im Dorf sind plötzlich Neonazis. Und da haben wir uns gesagt, wir müssen was dagegen tun, weil die Menschen terrorisieren andere, versuchen hier die Oberhand zu gewinnen im Dorf, Leute einzuschüchtern. Sind eigentlich die Einwohner von Jameln eingeladen? Die Einwohner von Jameln, die eindeutig nicht zur rechtsextremen Szene gehören, die können gerne kommen. Das ist ja ein öffentliches Festival. Im Gegensatz dazu ist es so, dass alle Menschen, die in irgendeiner Form der rechtsextremen Szene angehören oder mit ihr sympathisieren, hier nicht gewünscht oder erwünscht sind. Die haben Haus- und Hofverbot bei uns. Nazis gibt es hier auf dem Festival also keine. Aber dafür im echten Leben. Und mit denen hatten es die Jungs von Hauding auch schon mal zu tun gehabt. Stimmt doch, oder? Ja, ist so. Allerdings. Ja, wir kommen nur aus Berlin, im Speziellen aus Berlin-Marzahn, Berlin-Hellersdorf. Und in den Anfang der 90er Jahre, gerade nach die Nachwendezeit, war halt extrem, rechtsextrem. Und da haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht. Also wir waren immer Einzelgänger, wir haben immer gewusst, wo wir hin wollten und waren eher im Hip-Hop angesiedelt. Also will heißen, sehr, sehr weltoffen und multikulturell. Ja, und das hat natürlich mit sich gebracht, dass wir auch Feinde waren für gewisse Leute der rechten Art. Und deswegen auch eure Musik? Das ist richtig. Also unsere Musik schreibt halt unser Leben nieder. So viele Menschen finden sich in unserer Musik wieder. Und wir schreiben Erlebtes sozusagen nieder. Und wir sind halt der Auffassung, wenn viele Menschen uns da draußen hören können, dann ist es uns wichtig, einfach ein Zeichen zu setzen. Und deshalb sind wir auch heute hier. Und wie klingt eure Musik? Deutsch. Und zwar so. Ich box dich raus, ein Mann, ein Wort hab ich gesagt, also halte aus. Ich leg die Hand für dich ins Feuer und ball die Faust. Ich mach mich stark für dich, ertrag's für dich, weil du dran glaubst. Wenn ich dein Glück verlässt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ich weiß. Oder so. Hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Ruth B. und Kati, Thorsten und der Fati, wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Technik, Mangas und Origami, ich kenn das seit meiner Geburt. Also mir ging es halt darum, im Gegensatz zu vielen Anti-Nazi-Songs, dass man einmal zumindest versucht, denen die Hand auszustrecken, komm auf meine Party, sage ich. Ist natürlich symbolisch gemeint. Ich glaube, dass einfach gegen Hass noch mehr Hass und
daraufhin der Hass, 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 Hass und wie auch immer. Es ist halt eine Hassspirale, ist, die niemals endet. Und ich wollte einfach mal zumindest versuchen, vernünftig mit diesen Menschen zu reden, weil das wahrscheinlich sonst auch niemand tut. Es macht auf jeden Fall Sinn, auf Nazis auch zuzugehen und mit ihnen zu kommunizieren und nicht immer gleich auf Abwehrhaltung zu gehen. Hast du eigentlich Support erfahren? Ich habe so wahrgenommen, dass ich mehr Support hatte als Ablehnung. Ja, es gab definitiv auch Leute, die mich abgelehnt haben. Es gab auch Jugendclubs, die mich ausgewiesen haben aus ihren Vereinen oder Häusern aufgrund dessen, dass ich mal jahrelang Nazi war. Es gab aber auch sehr viele Leute, die hinter mir standen. Und deiner Meinung nach, was fehlt in dieser ganzen Thematik? Was fehlt in dem Diskurs? Was könnte in der Prävention besser laufen? Wie schätzt du die Situation momentan ein? Ich denke, dass die Fronten zu Recht ziemlich verhärtet sind. Gerade jetzt nach der ganzen NSU-Geschichte. Ich bin aber der Meinung, dass es sehr viele aussteigerwillige Nazis gibt. Ist ein NPD-Verbot der effektivste Weg, um dem braunen Terror entgegenzuwirken? NPD-Verbot ist ein Weg, sozusagen den Rechtsextremen einen Riegel vorzuschieben, so als Partei. Das heißt, die Leute, die sozusagen glauben, dass es dadurch besser wird, dass man alle Ausländer nach Hause schickt und dass es wieder einen Führer gibt oder so, die sind dadurch nicht weg. Aber die kriegen weniger Geld. Die NPD und natürlich auch die NPD, wenn sie in einem Landtag ist, kriegt Millionen Euro Steuergelder, die sie für Personal einsetzen können, wo dann auch die Strukturen gestärkt werden. Viele Vorbestrafte sind zum Beispiel da beschäftigt bei der NPD-Fraktion. Das hat man dann natürlich erstmal in den Griff gekriegt. Aber das kann nur eine Maßnahme sein von vielen. Okay Leute, cool, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Ich hoffe, euch wurde nicht schlecht von den schnellen Übergängen. Abschließend bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass Rassismus ein Thema ist, das uns alle betrifft. Es fängt nicht bei den Nazis an, es ist in der Gesellschaft verankert. Wir müssen alle was dagegen tun. Wenn ihr euch engagieren wollt und nicht wisst, wo ihr anfangen könnt, joinmini.de, da könnt ihr es erfahren. Haltet die Augen offen und ja, passt auf euch auf. Bis dann, ciao.